Zeit habe ich eine Band entdeckt. Es ist die Band Hush Kids. Sie kommen aus Nashville, Tennessee, und es ist eine Indie-Country-Band. Der Sound ist natürlich sehr country-esque, aber es ist nicht so, wie soll man sagen, man kann es nicht so gut einordnen. Es ist sehr poppig, aber doch sehr Indie-mäßig, und mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Und dann habe ich angefangen zu versuchen herauszufinden, was die Akustikgitarre da macht, weil die hat mich eigentlich total fasziniert, weil sie einfach wahnsinnig schön gespielt war. Ich zeige euch mal den Song Hush Kids. Der Song heißt Goodbye Rain. Das ist das hier. Just a turn on this winding road that I've been taking. I'll take my time after all that is mine, don't feel forsaken. Okay, das hat mich schon total umgehauen, einfach weil die beiden Stimmen sind einfach wunderschön und dieser Hall und alles zusammen. Es macht einfach eine wahnsinnige Atmosphäre, die mir persönlich sehr gut gefällt. Und ich bin dann auf ein Video gestoßen von diesen beiden. Die haben diesen Song gecovert und da habe ich mir die Akustikgitarre mal angeschaut. Okay, und das ist wunderschön gesungen und es ist auch wirklich eine tolle Interpretation. Nur die Akustikgitarre, die macht nicht das, was diese Originalgitarre macht. Hört noch mal hin. Ich habe einen Trailer gefunden, Hush Kids Goodbye Rain Trailer, und das sind scheinbar Aufnahmen von der originalen Studio-Session. Und sowas finde ich natürlich immer super spannend, weil man dann natürlich auch wirklich sieht, was passiert ist bei den Album-Recordings. Achtung! I'll take my time after all that is mine, don't feel forsaken. That's it. Und das ist genau das, was die Gitarre hier macht. Dieser Gitarrist hat die Gitarre tiefer gestimmt und er spielt, wie man hier sieht, diese Griffe. Und das ist auf jeden Fall kein Capo im fünften Bund oder sonst irgendwo, sondern die Gitarre ist ganz woanders. Jetzt, wenn man mal weiterhört. Hier kommt noch ein Kontrabass dazu. So, die Gitarre ist nämlich wirklich tiefer gestimmt und ich habe eine Zeit lang rumprobiert und habe das Tuning dann endlich gefunden. Ihr müsst die Gitarren folgendermaßen stimmen, damit ihr das so spielen könnt. Und zwar, die tiefe Seite ist ein H. Dann kommt ein Fis, nochmal ein H oder ein B, aber eine Oktave höher. Dann das Fis, auch eine Oktave höher. Dann das hohe H, das bleibt eigentlich so wie in der Originalstimmung. Und oben ist nochmal ein Dis. Und das ist das Tuning von diesem Song. Es ist, wenn man es in Intervallen checkt, ist es die 1, 5, 1, 5, 1, 3. Und das ist so ein typisches Nashville-Tuning eigentlich. Ich weiß nicht, es gibt für so Tunings gibt es immer Namen. So. Dafür kenne ich den Namen aber nicht. Aber es ist so ein typisches Bluegrass-Tuning, würde ich mal sagen. Und dann habe ich gecheckt, was die Gitarre da spielt. Und das kann ich euch jetzt mal zeigen.
Okay, das war so ungefähr die Gitarre. Ich habe jetzt nicht den Originalablauf gespielt, aber das war im Groben jetzt der Vers und dann ein Teil des Chors. Es gibt noch so ein paar Verlängerungen und so ein paar Überleitungen. Aber egal, es ist auf jeden Fall dieser Sound und es ist nicht eine Gitarre, die irgendwie mit Capo gespielt wird. Es klingt auch wunderschön, und aber diese tiefe Note. Die kriegt man nur hin, wenn man die Gitarre wirklich so weit runterstimmt. Ja, und das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Stoff für einen neuen Song oder was zu komponieren in diesem Tuning. Denn die Gitarre klingt natürlich ein bisschen anders als mit einem normalen Tuning, das ist klar. Und es entstehen ganz neue Griffe, Akkorde und Sounds, und damit kann man natürlich toll Songs komponieren. Ja, viel Spaß damit und Dankeschön fürs Zuhören. Ciao.